Einen wunderschönen guten Tag, liebe Motorsportfreunde da draußen. Herzlich willkommen hier zu einem Informationsvideo, Interessenvideo zur F1 2017 Liga. Heute wieder mit Philipp. Moin. Ja, Philipp, um was geht's denn hier heute in diesem Video? Ja, es ist so gut. Der Rest geht an einer PS4 oder Xbox One Liga. Ja. Darum geht's heute. Mehr nicht. Eigentlich mehr nicht, richtig. Wo wir schon gemerkt haben, wir haben über 100 neue Leute bekommen. Natürlich sind da schon wieder einige von weggegangen für die PC-Liga. Und da habe ich mir auch schon gedacht, andere Ligen, die fahren auch auf den Konsolen noch. Und da gibt es da bestimmt Leute, die da mitfahren wollen. Und du hast auch Leute von Abonnenten, die auf der Konsole fahren. Gibt es locker welche. Und dieses Video soll einfach mal jetzt dafür sein, euer Interesse, ob ihr euch für eine Liga auf der PS4 oder auf der Xbox One interessiert. Das ist mal ein grobes Video, denn zum Bewerbungsvideo, das wird dann später sein. Das kommt dann, wenn das Interesse besteht. Wenn das Interesse will, wir werden gucken. Lassen Sie mal so ein, zwei Wochen, sag ich mal, so laufen und gucken mal, was da so kommt. Also, falls ihr Interesse habt, schreibt einfach rein. Am besten auf wo ihr fahren wollt, PS4 oder Xbox One. Und dann kann man da schon so ein bisschen eingrenzen und gucken, wie viel da ungefähr sind. Und wenn wir da genug zusammenfinden, dann können wir da auch was erreichen. Tobi will die Liga erweitern. Expandieren. Ja, genau, expandieren will er das. Ja. Das war einfach mal so, das ist mir einfach immer so durch den Kopf gegangen. Gerade weil auch andere Ligen sowas machen. Und ja, ist ein Versuch wert. Muss ja nicht unbedingt, sagen wir mal, funktionieren. Seit 2013 fahren wir auf dem PC und noch nichts mit Konsolen gewesen oder so. Und natürlich bräuchten wir dafür auch nur noch Leiter, Koordinatoren, die da das Ganze übernehmen, weil Philipp und ich fahren weiterhin auf dem PC. Und da bräuchten wir Leute, die sich denn für die Konsolen, sage ich mal, die da das Zepter übernehmen wollen und den Liga-Leiter spielen. Aber Tobi gibt das Grundgerüst dann vor. Ich gebe das denn soweit vor, alles, aber ihr schreibt erstmal in die Kommentare, ob so da das Interesse besteht. Wenn jetzt schon mal Fragen kommen wegen Fahrhilfen oder Rennkalender, das kommt dann auch alles. Und was ich jetzt schon mal sagen kann, Fahrhilfen werden auch erstmal alle erlaubt sein. Also wir machen da keine Hardcore-Liga direkt. Das kann ich schon mal sagen. Und Rennkalender wird auch ein kurzer sein. Da haben wir jetzt schon überlegt, dass wir denn aus der ersten Saison von der PC-Liga die letzten beiden Rennen nehmen. Das wäre der 24. Januar und der 7. Februar. Und dann die letzte und dann die komplette zweite Saison. Also hat die PS4 und Xbox One dann so gesagt 12 Rennen. Das wäre jetzt immer so, ja. Das Test der auf den Konsolen. Ja. Für dann 2018. Genau, und da wird's dann, ja, wie das denn wird. Und nochmal zur PC-Liga. Also momentan, wir haben, wie gesagt, 5 Ligen haben wir. Wir haben viele Fahrer, aber momentan ist auch Fahrermangel. Also, wer sich noch gerne bewerben will, du bist aufgefordert. Genau du. Du bist aufgefordert. Jetzt da draußen. Wenn du jetzt auf dem PC dieses Spiel noch spielst und hast richtig Bock auf die Liga, dann zögere nicht. Unten in die Kommentare eine Bewerbung schreiben für die PC-Liga. Und wenn Interesse besteht, bis für die Xbox auch ein Kommentar. Sei nicht faul, handle. So, danke. Für die PC-Liga natürlich unter dem Bewerbungsvideo für die PC-Liga bewerben. Aber den Link machen wir nochmal in die Videobeschreibung. Ja, an sich, mehr ist das nicht. Das ist immer so ein grober Interessenthread. Interessenvideo. Und ja, falls Fragen bestehen, in die Kommentare damit. Wir beantworten sie. Tobi beantwortet sie gerne. Nein, ich habe sonst gar nichts mehr. Nee, mehr ist es auch nicht. Und wenn dann, man sieht sich dann irgendwann bei dem Bewerbungsvideo. Ja, auf der Strecke. Und falls dann, wir werden euch vielleicht auch ein bisschen updaten dazwischendurch, vielleicht in den Koop-Videos, wie das aussieht oder so. Können wir mal ab und zu mal ansprechen. Also das soll es erstmal gewesen sein von unserer Seite aus und euch noch einen schönen dritten Advent, sage ich mal. Frohe Weihnachten und ja, neues Jahr. Ciao, ciao, dann weiß ich, wann ich das veröffentliche. Wiedersehen.